liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS80 mit einer neuen Ausgabe von Zeigt mir eure Sammlungen. Ja, ich bekam ein Video zugeschickt von dem lieben Luca. Ja, und Luca, lass uns mal ganz kurz überlegen, wer war nochmal Luca? Luca. Ja, natürlich, Luca ist auch ein Film-Junkie, den ich auch auf dem Weekend of Hell getroffen habe, musste auch ein großes Plakat unterschreiben, wo die Film-Junkies draufstehen. Und das sieht man auch in dem Video, wo wir die ganzen Film-Junkies YouTube-Kanäle unterschrieben haben. Und auch noch hat er auch ein Kettenpaket jedem zugeschickt, der natürlich für den Fall fast ein Video bekommen, auch von mir. Und habe hier mir die wunderschöne Batman-Wackelkopf-Figur rausgenommen, die ich vom lieben Daniel Michi reingesteckt hat. Auf jeden Fall, aber nicht nur das. In seinem Video sehen wir seine komplette Sammlung richtig toll auf jeden Fall auch wieder präsentiert. Hat auch wunderschöne Props von Harry Potter. Nightmare on Elm Street, auch viele Autogramme und natürlich auch Bilder mit den Stars. Ja, aber guckt einfach euch das Video mal an. Einfach nur genial. Und was hat auch noch? Ein Autogramm hat er auch schon von mir. Von mir persönlich, denn er hat, glaube ich, auch bei dem 3000 Abonnenten Special Video gewonnen, glaube ich auch. Und müsste, glaube ich, das Child 44 gewesen sein, was da steht. Aber guckt einfach mal selber. Ich denke, es müsste das gewesen sein. Und ja, lieber Luca, nochmal herzlichen Dank für dein Vertrauen, dass du das Video zugeschickt hast, für deine Sammlung zum Zeigen. Herzlichen Dank, wirklich war eine coole Sammlung auf alle Fälle. Und jetzt, liebe Leute, seid ihr gefragt. Schaut euch einfach an und gebt ein paar Kommentare dem lieben Luca, denn er hat sich auch hier extrem viel Mühe gegeben. Und jetzt kommt es an euch, wer auch sowas gerne machen möchte, eure Sammlung oder deine Sammlung zu präsentieren, dann schaut einfach mal das allererste Video von dieser Playlist an oder guckt unten in der Videobeschreibung nach, denn da ist alles genau beschrieben, was ihr machen müsst, um mir ein Video zukommen zu lassen und auch hier eben eure Sammlung zu präsentieren. Ja, jetzt aber bist du an der Reihe, liebe Luca, und jetzt einfach mal Clip ab mit deiner tollen Sammlung und viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal und bis dann, tschüss mit Ö und... Clip ab. Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde, zu meiner Sammlungs-Overview für den Kanal VHS82. Viel Spaß. Beginnen können wir mit ein paar Boxen. Film- und Serienboxen. Weiter können wir runter in diesen Schrank. Hier stehen dann meine Bücher, überwiegend von Richard Layman, den ich jedem Horrorfan auch nur ans Herz legen kann. Und zu den Steelbooks. Hier oben steht auch mein Gewinn von einem Gewinnspiel. Dann können wir weitermachen. Amarays, DVDs und Mediabooks. Daneben hängen noch ein paar kleine Filmposter. Und eigentlich auch Spiele und Musik. Dann mein Fernseher. Auf dem Sofa stehen auch noch ein paar Sachen. Und darüber befindet sich noch ein Joker-Bild. Direkt bei diesem Schrank weitermachen. Oben drauf meine Harry Potter Sachen, Steelbooks und Zauberstäbe, Prophezeiungen. Wir dann runtergehen. Bisschen was zu Scream. Thank you.
Hier steht dann ein bisschen was vom italienischen Film, also mit links ein wenig. Hier geht's dann weiter zu meinem Lieblingsspiel Overwatch. Und hier stehen dann viele meiner Mediabooks. Weiter runter sieht man ein bisschen heller. Eine Box von Event Horizon, die Lost Complete Box. Und kommt hier dann zu Evil Dead und Tanz der Teufel. Batman weiter, kleine Sammlung, fast so groß wie die von Micha, aber nur fast. Ah, hier zwischen hängt noch was, das sieht total witzig aus. Hier ein bisschen Musik und ein Highlight des nächsten Jahres. Ein Rammstein-Ticket für Jahre. Und hier oben noch ein bisschen Krimskrams. Im Klavier geht's weiter mit ein paar Media-Books. Darüber befindet sich ein weiteres Joker-Bild. Zu guter Letzt die Vitrine mit einem selbstgebauten Nightmare on Elm Street House und der Widmung Mediabook. Jetzt hier runter. Und Nightmare on Elm Street weiter. Ja, Freitag der 13. Nochmal was Fantastisches. War es dann auch schon von meiner Sammlung. Danke fürs Zusehen und danke an Stefan, falls er das auf seinem Kanal hochladen wird. Ciao.